So, da sind wir wieder. Das Spiel ist mir mal wieder leider komplett auf den Desktop gecrashed, ohne Fehlermeldung, ohne irgendwas. Ich habe jetzt gelesen, seit Patch 1.10 gibt es da wieder einen anderen Fehler. Ich habe jetzt mal die ganzen Sachen, die ich vorher geändert hatte, rückgängig gemacht und habe den neuen Hotfix quasi mal, habe mal die Spieldateien überprüfen lassen, weil durch die etlichen Patches kann da schon mal was kaputt gegangen sein. Mir ist auch aufgefallen, dass bei den Grafikeinstellungen da was fehlte. Also es scheint definitiv was kaputt gewesen zu sein. Ich Danke, hoffe, jetzt geht danke. das wieder alles. Ach, du Und kommst diese gerade. Quest ist übrigens nur eine Noch kleine ein Augenblick und Nebenquest, der Bruder hätte die mich nach vielleicht der einen Quest mit der Würgen. Frau, die wir Ich gerade weiß gar abgegeben nicht, ob ich hatten, hätte eingreifen sollen. Dein auftaucht. Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen Und das ist jetzt sollen. auch keine großartige Wo Quest, wurdest du also. Ich ausgebildet? dachte, In es der was wegen dem Schmiede DLC, Schnecke. deswegen habe ich schnell Aber gegoogelt. woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Na, Bestimmt. Sie haben Wolfskopf mit Gauner, ein einem. Ich muss ihn. Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für Kann ihn nicht seinesgleichen. Besondere Strafen. Gehen lassen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Kein Ding. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehakt. Gewiss wird euer Möchte ich Ältester auch nicht. dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Er wird ja wohl kooperieren. Wir sind jetzt auch direkt weg. Ach, jetzt. Ne, Moment, jetzt liegen hier zwei Sachen. Einmal hier der Kram vom Gut. Also es ist wirklich eine kleine Mini sonst was Quest, die nichts zu sagen hat, bevor sich einer fragt. Guck mal kurz an meine Quests. Ah, Novigrad. Da kann ich eigentlich die Quest hier nehmen. Wobei ich muss ja noch zu hier zu Stepan heißt er. Und Vic ist auf jeden Fall ein Nordmann. Und die Greifenschulenausrüstung. Ja, das passiert wahrscheinlich noch vorher. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal kurz runter zum Dorf und hoffe weiterhin, dass das Spiel nicht noch mal abschmiert. Ich habe halt gelesen, dass es keine weitere Quest geben dürfte. Bin ich richtig? Ja. Achso, die haben dann noch so einen kleinen Fluss oder irgendwas. Ach nee, die sind genau hier. Ja, genau da. Die eine Landzunge. Gut. Ja. Der Typ wird jetzt hier irgendwie beim Dorfältesten ein bisschen geschunden. Ob mit Arbeit oder ob ihm irgendwas abgehackt wird. Aber nicht mit der. Nicht mit der Wolfsschule. Vor allem nicht mit Geralt. So. Gehen wir mal weiter. Überqueren den Ponta. Haben wir ja eigentlich schon. Hier ist. Das müsste eigentlich der Ponta sein, oder? Warte mal. Ach, das. Der breite Fluss ist nur der Ponta. Ja, stimmt, hier im Osten ist ja noch was. Schon gut. Das hier ist der Ponta, nicht das hier. Das macht Sinn. Das heißt, hier ist auch noch Randgebiet, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, und ich gehe dann hinter der Brücke rechts. Lauf hier die Wege ab und mach den Ort. Da ist wahrscheinlich wieder ein verlassener Ort, weil es sieht aus wie ein Dorf. Huch, jetzt bin ich aus. Oh. Ups, das war nicht geplant. Hatte die Hände falsch auf der Tastatur. Kann auch mal passieren. Passiert dem Besten, ich muss es wissen. Ich bin einer der Besten. Ja, ist das da gar nicht, ne? Aber ich informiere euch gerne. Also irgendwelche kleinen Viecher, die mich nicht interessieren.
dich aber sehr für mich interessieren. Bist fast am Ende, was? Sklaventreiber, Alle zusammen, Leute! Okay, ist anscheinend jemand. Ach, Nilfgaardischer Deserteur. Soweit ist es hier schon gekommen. So eine Armbrüste, ey, so richtige Tiere. Hier mit Schild. Ich möchte gerne Römer hier. Hä, was war das denn gerade? Wurde ich geblendet? Also hier irgendwie so. Es sah aus, als hätte mir einer Sand ins Gesicht gehauen. Immer interessant. Vielleicht von der Seite. Ich möchte wieder warten. Aber wenn ich mich jetzt rumrolle und so, kann ich regeneriere ich auch weniger aus. Nicht zu spät, sich zu ergeben. Jetzt sagt Geralt auch schon böse Sachen. Ich hab leider auch schon wieder gänzlich vergessen, wie man abwehrt. Aber es klappt ja auch so. Ich nehme jetzt nochmal hier Schwalbe. Und pack mir mal wieder ein bisschen Fleisch auf die Tasten. Oder Blaubeeren von mir aus. Den kleinen Kram, ein paar Kronen, das ist schön. Oh, ein Schlüssel. Ach ja, für den Käfig. Das ist das Wort, was mir fehlte. Der liegt aber echt gemütlich. Möchte man ja fast sagen. Hier sind aber auch so viele Zelte und. Ach so, die hatten direkt ihre Garnison gegenüber. Garnison kann man es jetzt auch nicht nennen. Ihr Lager. Ins Lagerfeuer gerannt. Hätte ich natürlich nur gemacht, weil ich gerade das Wort Lager in den Mund genommen hatte. Ach, sind das auch nur wie. Nee, das sind. Nilfgaarder. Doch, das sind auch Nilfgaarder Zelte, es ist nur kein Wappen drauf. Genau wie auf der anderen Seite. Hilo? Haben die das ganze Dorf hier erstmal ausgeräubert? Das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn es Sklaventreiber sind. Also ist das ein großer Käfig? Das könnte natürlich auch sein. Würde mich jetzt freuen. Wäre ich ein Held und hätte viele Leute. Pietz Anleger. Ich kenne Let's Player, der sich darüber bestimmt sehr gefreut hat. Ach, tatsächlich ist es ungefähr. Ja, toll, ein Typ. Unverschickter Brief. Okay, ich befreie dich sofort, Kumpel. Hier ist auch nichts mehr. Jetzt noch ein alles Klo ohne Tür. Hätten sie ja mal ein bisschen besser hinstellen können. Aber so sieht man. Okay, ist besetzt. Ich gehe wieder. Hexer gesucht. Achso, das war das. Ah, das hatten wir schon. Unverschickter Brief. An den großen und ehrbaren Feldwebel Kavir Verlechen. Du hast gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann. Aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse. Hauptsächlich alte und taugenichtse. Doch sollte derlei Gesinde für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen und nach nur einer Woche schicke ich dir die ganze Ladung davon. Zusammengefercht wie Vieh. Die eine ganze Ladung. Ich habe auch das eine oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind, nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einem von ihm einen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Es gibt zwei Lager, eines direkt neben der Burg und eines an der Südgrenze von Velen und wie du sicher bereits erraten hast, wollen die sich schnelles Geld machen. Wenn du uns also ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, wären wir dir eiligst die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Velen
dahin schicken. Vielleicht sogar im ganzen Norden. 100, 200, wie viele der große Feldwebe auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Dalegor. Naja, ob er so frei über Damen verfügen kann. Oder allgemein. Über sein Gut verfügen kann. Ich weiß ja nicht. Was heißt jetzt Bolzen? Ist das das Standardding? Okay. Mache ich jetzt mal. Plus 7. Plus 5, plus 3. Hier, davon habe ich so viele. Achso, ne. Kuh. Die Kuh macht Buch. Gehen wir den armen Mann mal befreien. Er hat ja bestimmt gedacht, hier ist noch Rambazamba, obwohl keine Sau mehr da ist. Nein. Nein, 1000 Spielstände. Ah, da sitzt noch einer drin. Ein Apfel. Okay, der ist tot. Den. Ah, jetzt. Hexer, wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Maulbeertal. Das ist. Dort vorne. Na gut, dann laufe ich da direkt mal hin. Nachdem ich hier die Wege abgelaufen bin. Ja, ich mach's so. Gut. Das ist doch schön. Das hört man auch gerne. So. Wo ist denn hier die Abzweigung? Müsste jetzt hier gleich irgendwo. Achso. Dann mach ich's auf dem Rückweg, dann laufe ich so den Rückweg. Und laufe hier so, so einen Schlenker. Wobei ich könnte auch einfach so laufen. Dann laufe ich so zurück. Irgendwas wird mir schon einfallen. Wie meinen das jetzt? Ich laufe erstmal so hin. Boah, hier wird das Wetter wieder uncool. So, er wird ja noch nicht hier sein, denke ich mal. Oder? Okay, die Nilfgaarder sind auch schon hier. Ach. Oh. Ja gut, Schwalbe wird ja jetzt wieder aufgefüllt. Ich wollte eigentlich nur meditieren. Weil er wohl nicht länger als ein paar Stunden hierher gebraucht hat. Wow, ach, das ist die. Doch. Die sind wie die von meiner Katze. Ist es wichtig, woher das Essen? Die Stimme von der muss auf jeden Fall neu sein. War ich hier schon? Ich nehme die einfach jetzt mal mit, ich war ja hier schon. Im Maulbeertal. Wenn ich mich tatsächlich an das hier gar nicht erinnern kann. So, wo ist der Schmied? Er muss ja schon hier gewesen sein. Hier angekommen sein. Wenn nicht, meditiere ich nochmal 24 Stunden. Reite ich jetzt aber mit Plätze dadurch. Alles klar, Kollege. Warum drängelst du denn so? Das kommt mir alles neu vor, als hätten die das noch nie gesagt, als hätten die neue Dialogoptionen. Nein, nicht Dialogoptionen, aber. Nee, es war ja ein Schmied. Bauer? Hi. Okay, der hatte aber auch keinen. Ach, guck an. Ha, mein Befreier und Beschützer, ich danke dir. Ah, und der spielt Gwent.
Könntest du anhand des Schemas eines Meisters eine Rüstung anfertigen? Nein, das kann keiner hier. Außer... da war doch jemand. Außer wem? Da war ein Kerl. Fergus. Ja, ein Zwerg. Haben wir schon. Er hat hier sogar eine Weile gearbeitet. Zusammen mit seiner Helferin. Was ist aus ihm geworden? Sie waren gut in ihrem Fach. Also sind sie zum Krähenfels umgezogen. Bei den Männern des Barons wird es ihnen an Aufträgen nicht mangeln. Ah, ja. Yeah. Ich hätte gern, dass du mir etwas anfertigst. Kann ich jetzt auch mal kurz handeln mit ihm?